Themen. Herr Warwick. Innenministerin Nancy Faeser hat am 13. Februar auf X unter anderem erklärt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben. Bisher war das Verhöhnen, also das Lustigmachen über Staat und seine Institutionen, ja Teil des normalen politisch und medialen Geschehens. Da würde mich interessieren, kurz vielleicht nochmal konkretisieren, was die Innenministerin mit Verhöhnen meinte, was sie jetzt strafrechtlich verfolgen will. Ja, also es geht um Rechtsextremisten, so wie das ganze Maßnahmenpaket, was die Bundesinnenministerin hier gestern an gleicher Stelle vorgestellt hat, um den Kampf gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie geht, insofern ganz klar in dem Kontext. Und dabei hat sie einen sogenannten ganzheitlichen Ansatz vorgestellt, der beispielsweise im Bereich der Verfolgung der organisierten Kriminalität gilt. Und das bedeutet, dass nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, nicht nur die Polizei, der Verfassungsschutz sich sozusagen Rechtsextremisten annimmt, sondern auf Grundlage der Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden auch andere Behörden aktiv werden. Das kann zum Beispiel die Gaststättenaufsicht sein, wenn Rechtsextremisten regelmäßig in bestimmten Gaststätten ihre Treffen abhalten, Konzerte machen, Ähnliches, um sowas zu verhindern. Das ist rechtlich möglich und das wollen wir auch verstärkt tun. Wie gesagt, auf Grundlage der Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zu rechtsextremistischen Akteuren und Gruppierungen. Auf dieser Grundlage können Informationen auch übermittelt werden an kommunale Behörden, an Landesbehörden, die dann entsprechend agieren können, um Rechtsextremisten dort in ihrem Handeln einzuschränken. Zusatz. Ja, mir hat sich jetzt noch nicht ganz erschlossen, was Sie mit Verhöhnen meint. Das wird man ja vermutlich verfassungsrechtlich auch nicht nur auf Rechtsextremisten eingrenzen können. Also können Sie kurz noch mal benennen, wie Verhöhnen hier rechtlich definiert wird? Also, wie gesagt, das ganze Paket richtet sich gegen Rechtsextremismus. Gemeint sind Gruppierungen, die den Staat, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, sie in Frage stellen. Das ist auch mit Verhöhnen gemeint. Wir haben ein ganzes Spektrum, insbesondere auch, das sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelt hat, die den Staat delegitimieren wollen. So heißt es auch in den entsprechenden Statistiken, in den Berichten zur politisch motivierten Kriminalität und im Verfassungsschutzbericht. Und um genau diese Personen geht es, die letztlich mit Umsturzfantasien, mit grob verfassungsfeindlichen Vorstellungen versuchen, hier ein anderes System nach ihrer Vorstellung zu errichten. Die gilt es zu bekämpfen und das sind diejenigen, die den Staat verhöhnen und gegen die sich das Handeln auch richtet. Gibt es andere Fragen, andere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann wären wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz.